Lieber Martin, als allererstes begrüße ich dich natürlich wieder in unserer gemütlichen Talkrunde. Schönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, zu welcher Tageszeit das Video angeschaut wird. Ja, also all jene, die unser Video anschauen, werden schon wissen, wie meine Favoritenmannschaft heute Abend gespielt hat. Es ist nicht zu übersehen. Jetzt aktuell haben wir eine Konkurrenzveranstaltung, weil jetzt gerade spielt Frankreich und Belgien. Ich wollte zuerst in Blau kommen, aber nachdem ich gesehen habe, wie die Franzosen in der ersten Halbzeit gespielt haben, habe ich mal gedacht, ich nehme das harmlosere Rot und gehe im Trikot der Portugiesen in die Auslage heute. Ja, man muss eine gewisse Flexibilität an den Tag legen Genau. und sich nicht immer gleich ganz, ganz fix festlegen, wie in der Kapitalveranlagung. Genau. Und all jene, die sich das Video dann später anschauen, werden schon wissen, ob ich richtig oder falsch gelegen bin, ob es besser gewesen wäre, ich glaube, Slowakei ist heute dran, an einem anderen Trikot zu gehen. Wobei ich sagen muss, ich habe nicht alle Trikots verfügbar. Ich habe mich für vier, fünf entschieden. Die habe ich da und da hoffe ich immer, dass sie möglichst weit kommen. Ja, ich hoffe, dass du morgen das Richtige anhast. Ja, ganz klar. Das ist da drin. Und es ist nicht türkisch. wie immer, ich habe auch heute was zu was Weißem gegriffen. Ich auch. Wie, du War auch? nicht abgesprochen. Ja, sehr gut. Also ich habe etwas, was für mich ungewohnt ist. Grünen Veltliner trinke ich nicht so oft. Aber seitdem ich mit meinem Sohn öfters Golf spiele und wir abwechselnd immer wieder Turniere auch gewinnen, bleibt uns nichts anderes über, als immer wieder bei den Turnieren da Weine mitzunehmen. Und jetzt habe ich einen grünen Veltliner aus dem Weinviertel, Pfaffl. Schaut sehr fein aus, schaut sehr fein aus. Ja, mit jede Richtig Menge gut. Auszeichnung drauf und jede Menge, ja, Top-Auszeichnungen, die da so wichtig sind. Waldviertel, Heiden, grüner Veltliner. Schauen wir mal, was mir da entgegenkommt. Ja, ich habe heute einen Sauvignon Blanc von Hannes Sabbati. Ah, sehr gut. Allerdings ist das eine Spezialabfüllung. Und zwar nennt sich das Ganze Falter Ego. Und der hat eines gemacht: dieser Wein stammt nicht aus der Südsteiermark, wie sonst dieser Partyweine, sondern der ist in Graz, im Aha. Stadtgebiet von Graz. Es ist ja schon seit dem 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt, dass es in Graz auch Wein gibt und Wein angebaut wurde. Und er hat das wieder entdeckt und hat eben dieses genannt Falter Ego Sauvignon Blanc. Und das ist eine Spezialabfüllung für meine Pfarre. Wow. Mit dem typischen Glaskorken, also Genau. Ne? ist sehr fruchtig, sehr fein. Wirkt sehr edel. Dieser Wein schmeckt gar nicht wie ein Veltliner. Also Veltliner ist normalerweise für mich viel herber und nicht so fruchtig wie das Glasl, was ich jetzt gerade habe. Also ich glaube, bei dem könnte ich länger bleiben. Schauen Ja. wir mal. Ich hoffe, du hast viel zu reden, dann kann ich noch besser schlürfen. Ja, werden wir machen. Meine Frau hofft auch, dass nach den 45 Minuten noch ein bisschen was übrig bleibt. Na, sehr gut, dann muss ich schauen, dass du viel redest, dann kannst du wenig trinken und dann bleibt ihr auch was über. Du, ich habe zwei Schwerpunktthemen Ja, was vorbereitet. haben wir heute auf der Agenda? Einerseits will ich mit dir darüber reden, was derzeit so bei sehr vielen Kunden einflattert. Das sind diese ganzen Newsletter. Und es gibt zwei Themenbereiche, mit denen anscheinend immer wieder gut Geschäft zu machen ist. Entweder Panik, Angst. Und Angstmache und alles, was da rundherum ist, oder Gier. Das sind so zwei Themen. Da will ich gerne mit dir plaudern, wie du das siehst. Sehe ich das völlig falsch oder schlägt das bei mir und auch bei meinen Klienten öfters auf? Und die zweite Geschichte passt irgendwie hier hinein, dass damit sich sehr wenige Berater, aber auch Kunden auseinandersetzen, dass in Wahrheit alle Produkte in der Finanzindustrie zwar mit Visionen, Perspektiven und Fantasien verkauft werden, wie sehr sie wachsen können. Aber die Grundvoraussetzung, dass das funktioniert, sind immer liquide Märkte. Das heißt, das Hineinkaufen in Produkte ist gar nicht so sehr auf Liquidität angewiesen, wie das Aussteigen aus den Produkten. Und mit dieser Fragestellung sollte man sich immer wieder auseinandersetzen, um einfach zu verstehen, welche Parameter müssen vorherrschen, dass die Liquidität gesichert ist. Und ich kann mir immer wieder natürlich bei meinem Gegenüber auch die Frage stellen, glaube ich, diesem Institut oder glaube ich meinem Gegenüber,
dass in dem Zeitpunkt, wenn ich aussteigen will, der die Liquidität aufstellt, um mich auszahlen zu können, quasi mir wieder Fiat zurückzugeben, weil ich kaufe, also ich tausche ja mein Geld gegen ein Versprechen und das muss ja irgendwann zurückgetauscht werden. Da würde ich gerne über diese zwei Themen mit dir plaudern. Was hältst du davon? Liquidität, ein sehr zähes Thema, aber enorm wichtig. Und da werden wir einige Beispiele bringen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Gefällt mir sehr gut. Und gleich zu Beginn würde ich gleich diese formale Geschichte auch gleich einbringen, weil dann haben wir das hinter uns. Ja, dann mach du das einmal. Ich soll das machen. Ja, sehr gut. Also wir neigen ja dazu, dass wir hier in diesen Videos, damit man das besser greifen kann, ab und zu konkrete Beispiele, vielleicht sogar Firmen, Branchen, Regionen, auch einzelne Aktien nennen. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Beispiele nicht deswegen nennen, weil wir damit jemanden zum Kaufen, Verkaufen oder zu konkreten Aktionen motivieren wollen, sondern einfach nur Verständnis reinbringen wollen, um das greifbar zu machen. Und dafür hilft es ab und zu. Und klarerweise muss jeder, egal ob Berater, Kunde, seine eigenen Strategien aufgrund der eigenen Situation und am besten mit einem kompetenten Partner individuell besprechen und ganz sicher nicht aufgrund eines lauten Nachdenkens bei einem Glas Wein und wer weiß, bei wie vielen Gläsern dann wir noch irgendwelche Aktien nennen, da Entscheidungen treffen. Also ich hoffe, dass das in deinem Sinn war, das ein bisschen lockerer und nicht so paragraphenjuristisch zu erklären. Ja, okay, dann sagen wir, unser Gespräch ersetzt kein Beratungsgespräch und vergangene Performances sind kein Garant für zukünftige Wertentwicklungen und werden von uns nur plakativ genannt. Das ist ein Compliance-Mann, der dir immer die Rippen tritt, wenn das nicht drinnen ist. Ja, leider, leider. Okay, verstehe ich. Gut, also, warum diese Themen aufgeschlagen, also überhaupt jetzt in meinen Sinn gekommen sind, war, weil logischerweise ich aufgrund meiner permanenten Podcasts und, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt, nach unserer letzten Aufnahme haben anscheinend einige Medien Wind davon bekommen, dass wir ab und zu gemeinsam in die Auslage gehen und solche Kapitalmarkt-Talks haben. Und nach unserem Gespräch, gleich ein paar Tage später, bin ich in einigen Medien auch zum ORF eingeladen worden, weil ich da ein bisschen über EZB-Entscheidungen und andere Themen geplaudert habe. Und danach sind mir dann von einzelnen Anlegern so Newsletter zugesendet worden, die entweder komplett aufgebaut sind auf jetzt. Jetzt werden sie ganz sicher reich, sie müssen jetzt nur unbedingt die Schritte setzen, weil diese Firma oder diese Unternehmensgruppe, die wir dann nennen können, wenn sie das abonnieren, was wir da so verkaufen, diese Unternehmen werden die nächsten Nvidias und KI geht sowieso durch die Decke und jetzt werden alle reich und sie brauchen nicht mehr arbeiten. Das ist die eine Story und das, was mir aktuell sehr stark auffällt, dass, und da muss ich leider die Region zumindest nennen, einige Schweizer Banker super aggressiv die geopolitischen Unsicherheiten nutzen, um zu sagen, liebe Leute, die einzige Währung, die überbleiben wird, ist der Schweizer Franken und deswegen müsst ihr alles überall auflösen und am besten alles zu uns in die Schweiz bringen, weil wir sind safe. Also mit der Angst zu arbeiten und da vergessen aber sehr viele, dass vor einem Jahr um diese Zeit ungefähr, glaube ich, die spontane Hochzeit zwischen UBS und Credit Suisse über die Bühne gegangen ist und unter anderem musste das deswegen gemacht werden, weil eine Bank von den beiden super aggressiv weltweit alle möglichen Geschäfte sich in die Bücher geholt hat, auch mit der Angst und dann aber irgendwie das in Schall und Rauch aufgegangen ist und die andere Bank es schlucken musste. Ja. Naja, ich muss sagen, diese Angebote haben eigentlich mit Sachlichkeit oder mit fachlicher Betrachtung der Märkte gar nichts zu tun. Mich erinnert es immer wieder an diese Anrufe, liebe Frau, lieber Herr, es gibt einen Haufen Einbrüche in der Umgebung, es ist sehr viel Bargeld gestohlen worden, bitte packen Sie das ganze Bargeld in eine Tasche und stellen Sie es vor die Tür und wir, die Polizei oder wer immer, wir holen es dann ab. Also so ähnlich ist das auch hier. Wir haben ein geheimes System, wir haben einen Geheimtipp, der wird hundertprozentig nach oben gehen und nur einige wenige, die halt jetzt früh einsteigen, werden dabei sein und alle anderen werden durch die Finger schauen. Also im Grunde genommen der gleiche psychische Schmäh auf gut Deutsch. Man versucht ganz einfach, die Leute
mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten zu holen. Und einfach wegklicken, nicht anschauen, nicht betrachten, weil einfach diese Dinge sind nicht wirklich seriös. Weil ich denke mir immer, und das sollte man sich immer vor Augen halten, warum verkauft das Gegenüber mir genau, oder warum räumt er oder sie mir diese Chance genau jetzt ein? Ich meine, im Grunde genommen, wenn das todsicher ist, gehe ich zur Bank, nehme einen Kredit auf mein Haus, auf mein Boot, auf mein Sonstiges auf und investiere mein eigenes Geld dort und brauche nie mehr arbeiten und habe nie mehr Sorgen. Warum bietet mir diese Person das genau zum jetzigen Zeitpunkt an? Diese Frage sollte man sich immer stellen, weil der hat ja nichts davon, außer dass ich vielleicht ein paar Gebühren zahle, aber er hätte wahrscheinlich oder sie hätte wahrscheinlich mehr davon, wenn sie selber macht. Das Spannende ist, das höre ich sehr, sehr oft, und das Interessante ist, dass diese Verkäufer schlau sind und vorher über die Vertrauensschiene sich so weit schon in die Nähe bringen, in der Nähe der möglichen Investoren bringen, dass sie dann sagen, die Frage wird kommen, aber weißt du, ich habe es gar nicht notwendig, aber ich will dir was Gutes tun. Genau. Und das ist dann die Falle, die am Ende zuschnappt. Und das Interessante ist, aber da bist du auch da als Fondsmanager. Ich habe dich noch vor Jahrzehnten als Fondsmanager kennengelernt und es kommt immer wieder die Frage auch auf meine Podcast: Was lesen Profis? Welche Newsletter abonnieren Profis? Und mich würde interessieren, was du dazu sagst, weil ich immer wieder auf diese Frage, wenn die kommt, sage, sorry, aber Profis lesen keine Newsletter, weil die haben keine Neuigkeiten inhaltlich drinnen. Da gibt es ganz andere Kanäle, die man sich, wenn man tatsächlich Neuigkeiten vor dem Markt haben will, erarbeiten kann, aber nicht aus Newslettern. Wie siehst du das? Ja, Newsletter. Wie entsteht eigentlich so ein Newsletter? Diese Newsletter, das ist gleich wie auch in den Medien. Einer schreibt zumeist vom anderen ab. Das heißt, irgendwo hat einmal jemand eine These aufgestellt und die wird dann so oft kopiert und so oft wieder, wie beim Kopierer, ändert sie sich leicht und wird leicht angepasst und irgendwann einmal schreibt dann jeder drüber. Also oftmals ist es so, dieses Research wird sehr häufig abgeschrieben. Also ich würde auf jeden Fall jeden Newsletter mir anschauen und mal sagen, macht der Primär Research? Primär Research heißt, ich habe exklusiv für mich diese Unterlage erstellt, ich habe recherchiert, ich war im Unternehmen, ich habe mir Vergleiche angeschaut und bin laut meiner Analyse oder durch meine Analyse auf diesen Schluss gekommen. Sehr häufig wird aber Sekundäranalyse betrieben. Das heißt, man schaut sich einfach andere Analysen an, ändert sie vielleicht etwas ab, gibt noch eine andere Schlussfolgerung, eine persönliche Schlussfolgerung dazu und schreibt dann sein Research zusammen. Und sehr, sehr häufig ist das ganz einfach das Abschreiben vom anderen. Und das gibt es ja im Journalismus auch sehr häufig. Also auch da wird sehr viel abgeschrieben voneinander. Und im Grunde genommen bauscht sich dann dadurch oftmals eine Sache immens auf. Wenn man hört von mehreren Seiten, man glaubt, ja, es sind jetzt mehrere Leute auf ein und dasselbe draufgekommen. Die können ja nicht alle irren. Ja. So, jetzt hatten wir kurz einen Internetausfall. Und deswegen bitte ich dich, dass wir bei Sekundärresearch wieder anfangen. Genau, also im Gegensatz zum Primär-Research, wo wirklich jemand Pionierarbeit leistet und sich einer Sache annimmt, ist das Sekundär-Research so, dass ich mich auf andere Research-Quellen verlasse und diese Research-Quellen mit meinen Mutmaßungen und meinen Interpretationen anreichere und dann wiederum in meinem Research, in meinem Newsletter, in meiner Marktbeobachtung, in meiner Marktanalyse unterbringen möchte. Primär Research ist eher selten, also es ist ähnlich wie im Journalismus, auch da ist es häufig so, dass einer eine Story schreibt und viele andere diese Story dann kopieren, leicht abwandeln und sie kommt dann immer wieder zurück und wird eben aufgebauscht. Ja, und Primär Research ist genauso wie im Journalismus auch deutlich teurer. Wenn man heute Primär Research haben will, da gibt es die Möglichkeit dafür, da kann man sich das ja kaufen, ja nicht einmal bei Bloomberg. Ist man also in der Gratis-Version am schnellsten. Davor gibt es eine Version, die noch schneller, aber die muss ich mir halt erkaufen. Genau, und diese Research-Newsletter oder diese Research-Dienste sind eigentlich sehr, sehr teuer.
kosten wirklich viel Geld und werden halt eben nur institutionellen Investoren angeboten. Aber auch hier muss man sagen, ob man hier wirklich einen echten Vorsprung hat oder nicht, sei dahingestellt. Das Einzige, was man machen kann, ist, ich kann Primär Research von Sekundär Research unterscheiden, weil Sekundär Research hat man oftmals schon woanders gehört. Naja, warum war das bei Privatanlegern, stelle ich mir die Frage, warum wäre das für sie so wichtig, und viele erhoffen sich aus irgendwelchen Newslettern Informationen, mit denen sie vor allen anderen Anlegern ja, einen Vorsprung haben, um etwas ausnutzen zu können. Jetzt muss man aber nachdenken, wie lang ist eine Information bekannt, bis so etwas über so einen Newsletter-Verteiler zu mir kommt. Es ist maximal neu für mich, aber es ist ganz sicher nicht mehr marktrelevant, kursrelevant, sodass ich sagen kann, ich habe jetzt damit irgendeine Idee bekommen, mit der ich besser bin als 10.000 oder 100.000 andere Anleger, die bereits im Markt investiert sind. Ja, und wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt Research zum Beispiel über einen ganzen Markt betreibt, das heißt, ich möchte wissen, wo wird sich der S&P 500 oder der Euro Stoxx 50 hinentwickeln, wir haben schon öfter darüber gesprochen, auf so eine Aktie, auf so einen Aktienkurs, auf einen Aktienmarkt wirken ja sehr viele Einflussfaktoren. Die können sein Zinsentwicklung, politische Entwicklung, Krieg, sogar das Wetter spielt eine Rolle. Und Wahlen. Wahlen, ja. Und nicht immer sind auch die Auswirkungen immer die gleichen. Also einmal legt man einen großen Wert auf irgendeinen externen Faktor und wiederum ein anderes Mal wird dieser Faktor vollkommen links liegen gelassen. Zum Beispiel jetzt der Zinsentscheid. Wie viele Zinsentscheide der EZB in den letzten Jahren hat man nicht einmal zur Kenntnis genommen, weil es ohnehin ein Non-Event war. Und dann wiederum kommt eine Sitzung, wo jeder darauf achtet, mit welchen Begründungen die Notenbankchefin oder der Notenbankchef in den USA quasi seine Entscheidung begründet. Also nicht immer ist eben die Zentralbankentscheidung wichtig für die Märkte. Ja. Und das macht ja das Ganze sehr, sehr komplex. Weil wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte vorhersagen, wo sich der Markt hinentwickelt, muss ich sämtliche Einflussfaktoren, die auf den Markt wirken können, ja mit einschätzen. Weil vielleicht liege ich bei der Zentralbankpolitik richtig, dass ich sage, okay, ich habe vorhergesagt, dass keine Zinssenkung kommt. Aber auf der anderen Seite gibt es dann irgendeine Wahl, gibt es dann eine kriegerische Auseinandersetzung, wie wir es im Nahen Osten haben, die kann ich ja nicht vorhersagen. Ja. Und deshalb, die Kapitalmärkte sind ein sehr komplexes System, weil es eben sehr viele Einflussfaktoren gibt, die nicht immer gleich wirken, die einmal stärker wirken, einmal weniger stark wirken. Und daher ist es sehr, sehr schwer vorherzusagen, wo die Märkte hingehen werden. Und was mir noch aufgefallen ist, ich habe immer versucht, einen Zusammenhang darzustellen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zinsentwicklung und dem Aktienmarkt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Konsumentenvertrauen und dem Aktienmarkt oder zwischen Industrieproduktion und dem Aktienmarkt? Was ja eigentlich logisch wäre. Das Ganze kann man mit den Korrelationsanalysen machen und ich habe festgestellt, dass nahezu keine Wirtschaftszahl mit dem Aktienmarkt korreliert. Das heißt, was sagt die Korrelation aus? Eine Korrelation kann zwischen minus 1 und zwischen plus 1 sein. Plus 1 heißt, immer wenn die Industrieproduktion steigt, steigt auch der Aktienmarkt. Und immer wenn die Industrieproduktion fällt, fällt der Aktienmarkt. Eine Korrelation von minus 1 sagt das Gegenteil. Wenn das eine steigt, fällt das andere. Aber die ganzen Wirtschaftszahlen, die veröffentlicht werden, haben eine Korrelation um 0 herum. Also minus 0,1, plus 0,1, irgendwo dort. Das heißt, ich kann die Aktienkursentwicklung nicht mit den Wirtschaftszahlen erklären. Ja, das macht schwierig. Das Ganze kompliziert. Und die Wirtschaftszahlen alleine sind es ja nicht. Es gibt ja nicht nur die Wirtschaftszahlen, wo man sagt, okay, das Bruttoinlandsprodukt oder die Industrieproduktion oder ähnliches, sondern es gibt sehr viele Sentimentfaktoren oder Sentimentindizes. Das heißt, man macht Umfragen. Wie fühlt sich der Markt? Wie fühlt sich der Konsument? Zum Beispiel ganz, ganz bekannt ist das amerikanische Konsumentenvertrauen.
Das wird monatlich evaluiert, einmal von der University of Michigan, dann gibt es noch das Conference Board. Und die sagen halt, der Konsument fühlt sich wohl oder fühlt sich nicht wohl. Und genau im Grunde genommen, der Aktienmarkt ist ja auch so ein bisschen eine Erwartungshaltung. Wie werden sich die Gewinne in den nächsten Monaten entwickeln? Und nicht einmal das Consumer Confidence, also dieses Verbrauchervertrauen, hat einen direkten Einfluss oder ist direkt mit dem Aktienmarkt vergleichbar. Weil da ist die Korrelation bei 0,12. Mhm. Also 0,12. Nicht 1, nicht 0,8, 0,7, sondern 0,12. Das heißt, es besteht fast kein Zusammenhang. Aber das Spannende ist ja, wenn man das so anschaut, genau in diese lockere Konfrontation trauen sich sehr viele nicht hinein, weil dann der Kunde sagt, naja, wenn selbst du nicht weißt, was kommt, warum soll man da hingehen? Und da klammert man sich daran, dass man sagt, ich brauche aber jemanden, der mir sagen kann, was sicher kommt. Deswegen sind ja die Prognoseabgeber und die Gurus und all die haben so viele Anhänger, weil die suggerieren, dass sie nicht die Unsicherheit erklären, dass man das versteht, wie man im Balancieren sich wohlfühlt, sondern sie suggerieren, dass sie sagen können, wie es sicher kommen wird. Und in diese Falle gehen sehr viele dann hinein, weil das so simpel, so einfach klingt. Wenn man beginnt zu erklären, wie wirklich die Zusammenhänge sind, wird es natürlich komplexer und man merkt, das ist alles labil. Ja, das ist nicht, es hat nicht einmal einen stabilen Charakter, wo man sagen kann, okay, so bleibt es jetzt endgültig. Nein, das bewegt sich permanent. Genau. Es bewegt sich, auch die Einflussfaktoren werden andere. Wenn ich ein Research anschaue von vor einem Jahr, werden da viele Punkte erwähnt, die vielleicht entscheidend sind für den Markt, die heute überhaupt keine Rolle mehr spielen oder die vielleicht auch in der Historie, in den letzten Monaten gar keine Rolle gespielt haben. Also wenn man bedenkt, das US-Haushaltsdefizit, diese Deckelung des Haushaltsdefizits war ein Riesenthema schon, hat man gesagt, naja, der S&P wird abstürzen. Ja, nichts ist passiert. Es ist durch den Kongress durchgewunken worden, man hat sich geeinigt und die Schuldenobergrenze ist erhöht worden. Oder dann eben, wie gesagt, hat es eben Zeiten gegeben, wo der Zinsentscheid so extrem wichtig ist und entscheidend sein wird über die nächsten 6 Monate. Blödsinn, ein paar Tage später war schon wieder alles verarbeitet und fertig. Oder Brexit. Spannend ist, weil du das jetzt angesprochen hast mit der Schuldenobergrenze, weil man auch immer wieder sagt, ja, aber wenn es jetzt einen Wechsel gibt von Republikanern auf Demokraten oder umgekehrt, dann hat das eine Auswirkung auf die Entwicklung. Wenn wir historisch das anschauen, dann sehen wir, dass es völlig egal ist, welche Farbe im Weißen Haus gesessen ist. Die Verschuldung ist nach oben gegangen, die schwarze Linie ist die berühmte Schuldenobergrenze, die du angesprochen hast, die ist halt immer nach oben gezogen worden und wird weiterhin nach oben gezogen werden und fertig. Ja, also das ist eben. Und es ist auch müßig zu sagen, ja, wenn jetzt der Präsident Trump der nächste Präsident sein wird oder Präsident Biden, das hat kurzfristige Auswirkungen, aber all along wird sich das weniger ändern, weil die amerikanische Wirtschaft eher von den Innovationen lebt, eher von den Regulierungen, die halt dort ein bisschen anders gestaltet sind als jene in Europa. Also genau. Genau, also zusammengefasst zu diesen Themen kann ich immer wieder die Anleger nur dazu motivieren, zumindest einmal im Monat sich ein Glas Wein zu nehmen und uns zuzuhören, um diese Distanz aufzubauen zu den Newslettern, weil ich habe ja auch die Rückmeldung bekommen, naja, euer Kapitalmarkt-Talk ist ja auch nichts anderes wie ein Newsletter, wo ich sage, naja, dann nehme ich mir das Recht schon raus zu sagen, nein, das ist kein Newsletter, sondern wir wollen genau diese Distanz von Produkten losgelöst. Ja. Von einzelnen hundertprozentig sicheren Lösungen losgelöst, sondern das hat sicher, wenn man so will, eher Verständnissteigerungscharakter, Finanzbildungscharakter, um einfach dahinter zu schauen, um zu sehen, mit welchem Wasser kochen eigentlich die Profis, die täglich im Markt sind, und dann kommen wir drauf, die kochen mit dem gleichen Wasser, duschen nackt und wenn sie Durchfall haben, schauen sie ähnlich aus wie alle anderen. Exakt, das heißt, wir wollen einfach die Erwartung, die man an einen Finanzberater hat oder überhaupt an ein Medium, das mich informiert, ganz einfach so richtig stellen, dass wir alle nicht wissen, wo die Märkte hingehen. Weil wüssten wir es, habe ich schon öfter erwähnt, wäre ich nicht hier, sondern wäre ich entweder auf meinem Segelboot oder auf meiner Insel. Nee, oder du hast eh schon so ein Hawaii-Hemd an. Also es kann ja sein, dass du jetzt gerade vom Segelboot gekommen bist.
Das Hemd habe ich mir schon leisten können, der Rest. Naja, es ist, der Einstein hat schon gesagt, Prognosen haben so ein Problem, weil es geht um die Zukunft und das kann man nicht wirklich sagen, was daherkommt. Und das passt aber zu diesem zweiten Thema, was ich mitgebracht habe, und da würde ich gerne umschwenken darauf, eben nämlich auf diese Liquiditätsfrage. Die Geschichte ist vor einigen Jahren schon mal aufgetaucht, wo ich in unterschiedlichen Regionen in Europa bei vielen Analysen gesehen habe, dass zum Beispiel Kundenportfolios, oh Wunder, von einem Institut auf eine sehr enge Marktnische aufgebaut waren. Nahezu 100% des Investments waren in diesen Markt drinnen. Mit der Perspektive, das wird durch die Decke gehen, das wird die nächsten 10 Jahre lang nur fliegen, fliegen, fliegen. Und ich dann immer wieder die Frage gestellt habe, woher weiß derjenige, der mir das verkauft, dass in 20 Jahren tatsächlich diese Region so gefragt sein wird, dass alle dort hinein wollen, weil ich die brauchen werde, damit ich meine Anteile loswerde. Weil ohne Käufer, die tatsächlich etwas kaufen wollen, habe ich keine Chance, was auch immer irgendwem zu verkaufen. Das heißt, in Wahrheit funktioniert ein Kapitalmarkt natürlich immer nur dann mit den unterschiedlichen Produkten, wenn wir permanent Liquidität im Markt haben, weil ohne Liquidität gibt es keine Segelturns. Na, jetzt müssen wir uns einmal vor Augen halten, was ist der Markt überhaupt? Oder wenn wir uns einen Aktienkurs anschauen, wenn der Aktienkurs bei 50 Euro oder 50 Dollar steht, was heißt das überhaupt? Warum steht der bei 50 Dollar? Weil es wird einen Verkäufer geben, der das Stück weggibt. Und warum gibt er es weg? Er ist überzeugt, dass er jetzt den besten Preis erzielt. Exakt. Und auf der anderen Seite gibt es jemanden, der kauft, weil er überzeugt ist, dass er so billig nie wieder kriegt. Genau, aber warum ist die Aktie bei 50 oder das Wertpapier bei 50? Weil es eben dort ein Übereinkommen gibt zwischen demjenigen, der es verkaufen will und demjenigen, der es kaufen will. Ja, die einigen sich darauf einfach. Meist ist es, ich meine, es gibt Leute, die wollen vielleicht auch darunter kaufen, bei 48, 47, 46 und es gibt auch vielleicht welche, die bei 55, 60, 70 verkaufen wollen, aber die kommen alle nicht zum Zug, weil der größte Umsatz bei dieser Aktie, bei diesem Wertpapier, ist genau bei 50 gemacht worden. Das heißt, es gibt Liquidität bei 50. Also Liquidität ist in beide Richtungen. Das eine ist Kaufinteresse, das andere ist Verkaufsinteresse. Weil es bringt das, ist aber nicht. Das ist aber wichtig, was du sagst. Ich muss da kurz abhaken. Das heißt, wenn eine Liquidität bei 50 gegeben ist, heißt es nicht, dass es genau gleich viel Liquidität bei 48 gibt oder gleich viel Liquidität bei 52, sondern eben bei 50. Genau. Genau. Aber wie gesagt, noch einmal, es gibt auch Leute, die vielleicht bei 48, 47, 46 kaufen wollen, aber wie gesagt, bei 50 wurde ein Trade gemacht. Und die Aktienmärkte sind ja eigentlich ein Paradebeispiel für Liquidität. Also die Aktienmärkte, zumindest die entwickelten Aktienmärkte, da kann ich davon ausgehen, dass zu dem Print, den wir sehen, auch ein Handel stattgefunden hat. Aber es gibt natürlich auch illiquide Märkte. Märkte, die nicht so reguliert sind, wo es eben auch die Möglichkeit gibt, dass man sogenannte Indikationen macht. Das heißt, wenn kein Handel zu 50 zustande kommt, dann wird häufig der Market Maker gefragt oder ein Marktteilnehmer gefragt, naja, wo glaubst du denn, dass ein Handel stattfindet? Und dort wird dann ein Preis festgelegt. Was aber auch bedeutet, dass zu diesem Preis niemals ein Handel stattgefunden hat. Es gab zu diesem Preis keine Liquidität. Das heißt, das ist ein virtueller Preis einfach. Er wird trotzdem angeprintet sozusagen. Und jetzt da ist es halt wichtig zu wissen, wenn ich mal ein Wertpapier, eine Veranlagung, eine Aktie anschaue, ist das jetzt da ein liquider Preis, zu dem auch wirklich ein Handel stattgefunden hat, oder ist es nur eine Indikation? Und es gibt sehr viele Anlageklassen, die eigentlich davon stark profitieren, dass sie sich bewerten können nach Indikationen und nicht nach echtem Handel. Das sind meistens Produkte, die mir angeboten werden, die halt weniger Volatilität haben. Da gibt es nicht so große Ausschläge. Naja, warum nicht? Weil halt hier nur Indikationen, nur indizierte Preise angegeben werden und der echte Handel, und wir wissen ja alle Übertreibungen nach oben, nach unten, hier kann es schon einmal zustande kommen. Und das haben wir in der Finanzkrise gesehen, das haben wir in der Covid-Krise gesehen. Das kann dann sehr, sehr schnell gehen.
Weil wenn die Aktie bei 50 steht und bei 48 ist der nächste Print, dann werden Leute nervös und beginnen das Ganze dann zu verkaufen und das Ganze bekommt dann eine Eigendynamik. Dynamik, ja. Ganz, ganz gleich. Und eben bei diesen illiquiden Produkten ist es halt so, na, ich stelle mir halt den Preis dorthin, wo ich glaube, dass er sein müsste. Ich meine, nehmen wir an, Immobilien. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn wir uns die Immobilienfonds anschauen, die sind ganz, ganz ruhig in den letzten Jahren immer stetig nach oben gegangen. Ja, klar, ich habe meine Immobilien zu einem Preis bewertet, wo ich glaube, dass sie stehen müssten, aber ich musste nie eine Immobilie verkaufen. Das heißt, ich musste nicht wirklich den Markt fragen, aber ist ganz da kurz. Jetzt jemand bereit, den Preis zu zahlen? Aber ganz wichtig, weil genau darauf haben dann viele gesagt, na ja, aber wenn ich aussteigen wollte, habe ich eh meine Anteile verkauft, da gab es ja gar nichts. Und das ist auch ganz wichtig, weil eben deutlich mehr hineingegangen sind, als rausgekommen sind, war das auch sehr leicht, aus der Basisliquidität ohne Immobilien zu verkaufen. Genau. Nur mit den Indikationen, die Preise festzulegen und dann geringe Transaktionen durchzuführen. Genau, und die Anleger sind ja durch die ruhige Kursentwicklung ja beruhigt worden und man hat gesagt, na, das passt schon, das ist ein solides, konservatives Investment, was es vielleicht auch ist, aber wie gesagt, die Preise, die bei beispielsweise jetzt einen Immobilienfonds oder Private Equity oder so ähnliche Fonds, Infrastruktur, die halt eher, wo es keine transaktionsgetriebene Preisfestsetzung gibt, sondern eine reine kalkulatorische Preisfestsetzung gibt, die sind anfällig für Probleme, wenn dann plötzlich Liquidität gefragt ist. Wenn dann plötzlich mehrere Anleger sagen, ich möchte meine Preise. Man kann das vergleichen, wir haben einen Baumstamm und 20 Leute tragen den Baumstamm. Jetzt sagt einmal einer, ich mag den Baumstamm nicht mehr tragen, ich lasse aus. Ja, was wird passieren? Nichts wird passieren, weil die 19 anderen tragen eh noch weiter. Wenn dann halt 5 weitere beginnen auszuscheren und sagen, na, eigentlich möchte ich den Baum nicht mehr tragen, dann kann es irgendwann zu Problemen kommen und wahrscheinlich, wenn 10 aussteigen, wird der Baumstamm zu Boden fallen. Und so ähnlich ist es auch bei diesen illiquiden Anlagen. Man kann zwar verkaufen, jedoch wenn die Masse beginnt zu verkaufen oder auch zu kaufen, dann kann das ganze Gebilde zu Problemen kommen. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass man, wenn ich einen liquiden Aktienmarkt oder ein liquides Produkt, wo wirklich Transaktionen im Hintergrund sind, vergleiche mit einem Produkt, das nur aus Indikationen besteht, dass ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Ja. Weil beides, das indizierte Produkt oder mit nicht echten Preisen, hat immer das Problem, dass es, wenn alle den Baumstamm auslassen oder wenn die Mehrzahl den Baumstamm auslässt, kommt es zu Problemen. Und ein Produkt, das genau das ist, ist zum Beispiel eine Bank. Ja, absolut. Das hört wir haben es ja schon gesehen. Dieser Begriff Bankrun, wo kommt der her? Der Bankrun ist ja eigentlich das Schlimmste, was einer Bank passieren kann. Nämlich alle Anleger oder Einlagenbesitzer wollen ihr Geld zurück. Auf einmal. Das bringt eine jede Bank, also zwangsläufig eine jede Bank aus dem Geschäft. Und wahrscheinlich muss dann die eine Bank von einer anderen Bank, wie es in der Schweiz der Fall war, aufgefangen werden. Naja, das Spannende ist ja, dass genau diese Idee ja sehr oft kommt, dass man sagt, naja, aber ich bin ja nur ein kleiner Einzelanleger und wenn die groß genug sind, dann können die sich das schon leisten, dass sie mich auszahlen, weil das macht ja nicht so viel aus. Aber solche Situationen entstehen eben in solchen Phasen, wenn nicht ein Einzelanleger, sondern wenn sehr viele auf einmal sagen, ich hätte gern meine Kleinanteile, die summieren sich zusammen und sind dann Großanteile. Und eben die Institute halten ja die Liquidität nicht auf einem Konto, sondern sie haben das auf der anderen Seite irgendwo investiert. Aus diesem Investment das rauszubekommen, wenn es in liquiden Investments drinnen ist, an den Aktienmärkten, okay, dann wird es vielleicht gehen. Aber wenn sie in illiquiden, in solchen Investments drinnen sind, aus denen sie selber nicht rauskommen, dann wird es schwierig. Und das muss mir immer wieder als Anleger bewusst sein. Deswegen ist es so wichtig,
die Portfoliozusammensetzung immer wieder auf aktuelle Liquidität auch zu hinterfragen. Wie schaut es denn tatsächlich aus oder auf welches Szenario bin ich denn überhaupt angewiesen, um mit diesem Investment auch tatsächlich wieder Liquidität rausnehmen zu können, weil ich dann realistischer sehe, welche Szenarien sich möglicherweise entwickeln. Und auch, wie gesagt, wenn ich mit Produkten konfrontiert werde oder wenn sie mir angeboten werden, wo man sagt, in der Historie hat das Produkt 7% plus gemacht bei einer Volatilität von 5 oder nur halb so viel, wie es der liquide Markt gemacht hat, dann muss man schon sagen, ja, warum eigentlich? Wie ist das gerechnet worden? Sind hier echte Preise verwendet worden oder wurde das Ganze schön gerechnet? Und wie gesagt, am Ende des Tages, und das haben wir jetzt bei vielen Pleiten gesehen, am Ende des Tages ist es erst dann ein Problem, wenn wirklich die Liquidität nicht da ist, wenn wirklich Firmenassets oder Assets, die drinnen sind, nicht zu dem Preis verkauft werden können, wie sie bewertet sind, wie sie in der Bilanz drinnen stehen. Und man muss auch sagen, eine Signa ist nicht erst seit dem Tag pleite, seitdem sie Konkurs eingereicht haben. Sie ist zu dem Zeitpunkt pleite geworden, wo jeder oder wo keiner mehr bereit war, dem Unternehmen Geld zu geben und wo genau. Die Anleger ihr Geld zurückhaben wollten. Weil wenn die Anleger oder wenn die Gläubiger ihr Geld nicht zurückhaben wollen, also zahlst du mir im nächsten Jahr, hätte wahrscheinlich auch dieses Unternehmen überleben können. Naja, und dann kommt noch zusätzlich dazu, die eine Geschichte ist, ob die Anleger ihr Geld haben wollen, dann aber zusätzlich mit der Finanzierung über Kredite, wenn die Kreditkosten plötzlich auf das 5, 6, 7-fache pro Jahr explodieren im Vergleich zu dem, wie es vorher kalkuliert war, dann saugt ja zusätzlich auch noch die Zinsseite nochmals Liquidität aus dem Unternehmen ab, ist dann die doppelte Belastung. Genau. Und wie gesagt, Liquidität ist eigentlich das Um und Auf. Und wir können uns ja zurückerinnern, in der Finanzkrise 2008, 2009 sind die Unternehmen hergegangen, haben versucht, ihre Liquidität zu halten. Sie haben versucht, liquid zu bleiben, nicht von Banken abhängig zu sein, nicht von Kreditlinien abhängig zu sein, sondern man hat versucht, Liquidität im Unternehmen zu halten. Die Dividenden wurden zurückgeschraubt. Man hat gesagt, ja, wir müssen schauen, dass wir liquide bleiben. Und das ist einfach ein Schutzmechanismus, weil eben Liquiditätsprobleme eigentlich zum Konkurs führen können oder meistens zum Konkurs führen. Ja, naja, das Spannende ist ja, es taucht immer wieder die Frage auf, ob die aktuelle Immobilienentwicklung dazu führen könnte, dass es ähnlich wird wie 2008 mit der gesamten Finanzkrise, weil die Immobilienprobleme haben ja damals auch schon 2006 begonnen, 2007 und das Ganze ist dann final angekommen bei den Banken mit der Lehman-Pleite. Und ich habe so das Gefühl, dass derzeit die Aufsichtsbehörden viel, viel stärker auch auf die Banken schauen und auf die Liquiditätssituation der Banken. Wenn du dich vielleicht erinnern kannst, letzte Woche sind ja die Stresstests durchgeführt worden und die sind von Banken bestanden worden. Und das Stressszenario war was? 40% des Immobilienportfolios ist abzuschreiben. Und wie reagiert die Bank auf der Liquiditätsseite darauf? Also da wird heute schon viel, viel stärker darauf geachtet, wie geht es im Finanzsystem liquiditätstechnisch, damit solche Probleme nicht dorthin durchschlagen? Deswegen kommt ein Problem aus dem Immobilienbereich in der Breite derzeit auch gar nicht an. Weil die nächste Stufe, die Banken und die Finanzsysteme davon noch nicht direkt betroffen sind. Ja, es muss auch jede Bank, es muss auch jeder Fonds Liquiditätsstresstests durchführen. Aber das erst Problem seit 2008. Stresstests ist halt nur, welches Szenario nehme ich? Ist es jetzt wahrscheinlich, dass 40% abzuschreiben sind oder müssen es vielleicht sogar 60% sein? Also genau. Es ist immer schwer, hier Szenarien sich auszumalen. Also es steht zum Beispiel im Gesetz drinnen, ich muss Liquiditätsstresstests machen. Nur es steht nicht drinnen, wie die auszusehen haben. Bei den Banken ist es ein bisschen einfacher, weil da bekommt man von den Aufsichtsbehörden eine Vorgabe und die muss man machen. Aber wobei, bei der Vorgabe weiß ich auch nicht. Ich meine, die Vorgabe hat wahrscheinlich vor 2008 anders ausgeschaut als nach 2008. Also ja, es ist halt einfach,
Und das ist und so, holt die Realität dann immer wieder ein und es passieren dann Dinge, die man sich gar nicht vorstellen genau, konnte. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also die ganzen Vorgaben und Stresstests beziehen sich immer auf bekannte Szenarien, aber in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten haben wir gesehen, dass immer wieder die echten Probleme aus neuen, unbekannten Szenarien gekommen sind. Also ich mache mir meist nicht Sorgen um die Themen, die wir kennen, sondern eher um die Überraschungen, die daherkommen, an die wir gar nicht denken. Ja, und denk selber nach, wie viel Jahrhundert Hochwässer du schon erlebt hast. Also eigentlich müsstest du schon 300 Jahre alt sein, wo sich dann im Nachhinein herausstellt, es war doch kein Jahrhundert Hochwasser, es passiert alle 10 Jahre. Also, genau. Und diese Liquidität, also Vorsicht ist immer dann geboten, wenn eben genau diese Dinge passieren können, dass das eben Geschäftsmodelle in eine Schräglage geraten, weil eben gewisse Parameter, die man angenommen hat, nicht eintreten und weil halt ein Liquiditätsproblem entsteht. Ich muss Anleger auszahlen, ich muss andere Dinge, ich muss das abschreiben, ich muss meine Buchwerte im Unternehmen waren viel zu hoch angesetzt, es ist nicht werthaltig, ich muss abwerten und das kann zu Problemen führen. Und wie gesagt, wir alle wissen, dass das Finanzsystem genau noch viel mehr auf die Liquidität angewiesen ist, noch viel mehr darauf angewiesen ist, dass ein Markt funktioniert, dass ich Assets nicht nur richtig bewerte, sondern auch zu einem Preis bewerte, wo ich sie auch verkaufen kann. Und das ist es um und auf, wenn man sich ein Produkt anschaut, das halt gewisse Modelle verwendet, also auch da muss man aufpassen, welche Modelle werden verwendet, wie sind die kalibriert, welche Einflussfaktoren, Inputfaktoren werden hier herangezogen, um eben ein gewisses Ergebnis zu prognostizieren. Ja, ich hoffe, dass es heute wieder gelungen ist, so die Mitte zu finden zwischen einerseits natürlich nicht alle Visionen, Perspektiven und Fantasien, die es in bestimmten Bereichen gibt, zu zerstören, weil die wichtig sind. Das ist natürlich auch, das treibt nach vorne, das gibt Liquidität, das bringt auch Liquidität, gerade die Motivation, wenn man heute die künstliche Intelligenz-Thematik anschaut, das mobilisiert und macht Liquidität frei, weil das in eine bestimmte Richtung jetzt im Moment gehofft wird. Auf der anderen Seite ist es aber immer wieder ganz wichtig und es ist von meiner Seite aus ein Gruß an all jene Anleger, die immer wieder sagen, ich will mich mit den Themen gar nicht beschäftigen, mir genügt es, wenn jemand sein Versprechen auch hält und fertig. Und so einfach sind die Themen aber leider nicht. Wenn ich jemanden habe, der mir ehrliche Versprechen gibt, dann habe ich vielleicht Glück. Aber auf der anderen Seite sehe ich sehr oft, dass hier Versprechen verteilt werden und einfach so einkassiert oder geerntet werden, die nicht haltbar sind, weil sie fundamental auf problematische Szenarien aufbauen. Und es bleibt mir nichts anderes über, als auch als Anleger immer wieder mich genau diesen Fragen durchaus zu stellen, mich damit auseinanderzusetzen und danach kann ich eh entscheiden, wie ich will, aber es lohnt sich zumindest ein paar vernünftige Fragen auf jeden Fall aufzuwerfen. Ja, und vor allem, es gibt Naturgesetze, der Regen fällt von oben nach unten, wenn mir einer verspricht, er wird von unten nach oben fallen, ja, vielleicht eine kurze Zeit, aber an und für sich ist es nicht werthaltig und auch nicht nachhaltig. Dann sollte ich die Frage stellen, wer hat die Schwerkraft ausgesetzt? Und ich habe hier jetzt gleich auch die Folie eingeblendet, damit wir sehen, wann wir das nächste Mal hier gemütlich laut nachdenken werden und hoffentlich wieder ein gutes Glas allein finden am 5. August, am Abend gemeinsam. Ist auch ein guter Termin, wenn man im Urlaub am Abend auf der Terrasse sitzt, kann man sich das auch sehr, sehr gut anhören. Wir werden uns bemühen, ein Urlaubsprogramm zu machen. Naja, wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich uns in Kärnten, glaube ich, uns treffen wollen. Also das ja, wir wollten uns bei der Herrgotthöhe wollten wir uns treffen. Ja. Die haben leider am Montag zu. Und der 5. August ist am Montag. Ah, okay. Ne, möglicherweise verschieben wir die Aufnahme, weil das fällt mir jetzt ein, nachdem ich dir jetzt gerade das sage. Wir schauen uns an, was in dieser Woche möglich ist und wir werden die Informationen an die Podcast- und Videohörer aussenden, wann wir möglicherweise da im Weingarten unter dem Wein locker plaudern werden, okay? Vielleicht machen wir ein Live-Event, ja, wer weiß. Ja, das wäre eine gute Geschichte. Du, schönen Abend und ich freue mich jetzt werde ich mal schauen, was meine Portugiesen heute mal machen. Und all jene, die sich das Video später anschauen, ja, die werden schon wissen, was dann da passiert ist, dass wir auch weitergekommen sind. Das ist ja ganz eine klare Geschichte. Und ja, ich wünsche dir schönen Abend, liebe Grüße nach Graz.
Schönen Abend gleichfalls. Vielen, vielen Dank. War wieder mal sehr, sehr spannend für mich. Absolut. Danke dir. Ciao.